Durch diese Türen sind in den vergangenen 50 Jahren Dutzende Olympiasieger und Weltmeister gegangen. Junge Abfahrtsläufer, Skispringer und Biathleten wandeln im Skigymnasium Stams in Tirol auf den Spuren ihrer Idole wie Marlies Schild oder Gregor Schlierenzauer. Doch der Weg zum Erfolg ist nicht leicht. 14-Jährige haben bereits eine 6-Tage-Woche, 6 Stunden Unterricht am Morgen gefolgt vom Training am Nachmittag und Wettkämpfen an den Wochenenden. Für die Schüler wird viel verlangt, extrem viel. Es ist ein ganz enges Zeitmanagement, das die Schüler haben und haben relativ wenig Freizeit, wenn sie in der Schule sind. Aber sie lernen damit umzugehen. Du musst bei der Rennen und beim Training immer alles geben, einen guten Tag erwischen, weil es gibt so viele, die gleich stark sein. Und ja, da muss man sehr fleißig sein, jeden Tag hart arbeiten. Im Winter, wenn die Schüler während der Wettkampfsaison am meisten beschäftigt sind, gibt es keine Klausuren. Die Lehrer lassen den Stoff am Ende der Saison nachholen. Der gute Ruf der Schule lockt nicht nur Talente aus Österreich an. Italiener, Schweizer und sogar Kanadier kommen nach Stams und alle müssen Deutsch lernen. Die Schule hat eindeutig einiges richtig gemacht mit den zahlreichen großartigen Fahrern, die sie hervorgebracht hat. Ja, es ist eine sehr tolle Erfahrung, da auch Schule gehen zu dürfen. Und ja, vielleicht sind wir da mal dabei bei Olympia. Die Ausbildung an der Eliteschule, sie hat auch ihren Preis. 8.000 Euro pro Jahr, dabei ist das Ski-Equipment noch nicht eingerechnet. Doch der Traum von Olympia ist es vielen wert. Das Ziel ist, dass man wirklich engagierte und talentierte junge Menschen an den Skisport heranführt, dass man sie super ausbildet, dass man ihnen ermöglicht, ihre Ziele zu verfolgen und dass sie eine gute Persönlichkeit entwickeln. Und wenn es gelingt, natürlich den schulischen Abschluss, das ist wünschenswert. Und natürlich die persönliche Entwicklung und wenn es ganz gut geht, der sportliche Erfolg. Nur einer von 10 Absolventen schafft es, Profi zu werden. Bei den zahlreichen Schülern auf internationalem Top-Niveau mangelt es Stams auf jeden Fall an einem nicht. Dem Nachschub potenzieller neuer Champions.